Aerofly 5 heißt der neue Flugsimulator von der Firma Icarus. Wir sind hier gerade bei der Präsentation im Hause Icarus. Neben mir stehen die beiden Chefentwickler der Firma IPEX. Kurze Frage: Worin unterscheidet sich jetzt der Aerofly 5 von dem bisherigen uns bekannten Aerofly Professional Deluxe, der ja schon sehr, sehr große Erfolge mit sich gebracht hat? Ja, der Aerofly 5 ist völlig neu entwickelt. Wir haben die guten Sachen aus dem Aerofly Professional Deluxe übernommen, von der Flugphysik her, von der Grafik zum Teil. Aber das Grundgerüst, auf dem der Aerofly 5 jetzt läuft, ist komplett neu gemacht. Einfach um die Möglichkeiten der neuen Grafikkarten, der neuen Rechner mit Multiprozessortechnik besser ausnutzen zu können und auch in Zukunft mit dem Produkt ganz vorne zu bleiben. Das heißt, es ist nicht einfach nur irgendein Update mit ein paar neuen Modellen und ein paar neuen Landschaften, sondern hier ist komplett alles im Prinzip neu generiert, neu gerechnet worden. Eine ganz neue Engine ist hier drin. Da ist eine ganz neue Engine drin, das ist völlig richtig. Das ist, wie gesagt, von Grund auf neu gemacht, mit ein paar Sachen übernommen, eben die funktionierenden Sachen, die grundlegenden Physikeigenschaften, die ja bewährt sind, die haben wir übernommen. Der Rest ist, wie gesagt, völlig neu gemacht und auf diesem Aufbau und sind die ganzen neuen Features eben auch drin, die dadurch erst möglich werden. Die animierten Szenerien, die Objekte, ein Windenstart, die Windeinstellung, Tageszeiteinstellung, das geht eben alles auf dieser neuen Engine. Es ist ja eine Menge Zeit draufgegangen bei der Entwicklung des Aerofly 5. Wir haben es eben gehört, nicht nur Monate, sondern Jahre. Wenn man jetzt einfach so frech man fragen würde, worauf sind Sie besonders stolz innerhalb jetzt des Aerofly 5? Besonders stolz sind wir, dass wir es geschafft haben, jetzt die bestehende Computertechnik, die es jetzt gibt, eigentlich optimal auszunutzen, um dem Modellflugpiloten eigentlich einen optimalen Vorteil zu bieten. Also es ist jetzt ein wirklicher Mehrwert. Wer den Aerofly 5 dann mal hat, der wird es sehen. Gerade die neuen Features, der Aerofly 5 rechnet besser. Man kann in noch kritischeren Flugsituationen kommen, da wird er noch besser. Grafisch haben wir noch mal eins draufgelegt, wie mein Kollege hier schon gesagt hat. Also für den Modellbauer ist da einiges neu, was ihm wirklich weiterhilft. Ja. Die Leser unserer Zeitschrift RC Heli Action werden natürlich auch besonders darüber erfreut sein, dass im Heli-Bereich sich auch einiges getan hat. Es gibt Hilfsprogramme, sogenannte Learning-Programme, die Sie integriert haben. Können Sie die kurz mal beschreiben, wie die funktionieren? Ja, für den Hubschrauber speziell haben wir das Schwebeflugtraining gemacht. Das ist eine Trainerfunktion. Da kann der User auswählen, welche Funktion er selber steuern möchte und welche vom Computer gesteuert werden. Jetzt kann ich mal ganz einfach nur mit Pitch oder nur mit einer Achse, mit Roll oder Nick anfangen. Schauen, dass ich mich da fit mache und wenn ich mich dann gut fühle, die nächsten Achsen dazu nehmen, bis ich den Hubschrauber komplett beherrsche. Und das ist einfach für den Einstieg, ist damit der Lerneffekt viel höher, als wenn man probiert, gleich am Anfang alle vier Achsen koordiniert miteinander zu beherrschen. Das Fliegen am Simulator muss nicht unbedingt eine langweilige Sache sein, sondern wir haben auch heute hier erfahren, dass auch ein Mehrspielerbetrieb möglich ist, sei es via LAN, dass die Rechner direkt vernetzt sind, oder sei es via Internet. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen? Ja, also der neue Aerofly 5 hat jetzt auch einen Multiplayer-Modus. Das heißt, man kann entweder, wenn die Rechner direkt per LAN verbunden sind, mit mehreren PCs spielen oder halt übers Internet, wenn man eine schnelle Internetverbindung hat. So kann man also bis zu 8 Piloten können mit unterschiedlichen Maschinen entweder zusammenfliegen oder gegeneinander fliegen. Das ist alles möglich. Apropos gegeneinander fliegen, es gibt auch Wettbewerbe, die hier integriert wurden in den Simulator. Ja, es sind verschiedene Wettbewerbe drin. Einmal, was natürlich als Mehrspieler besonders viel Spaß macht, ist das Air Race. Da ist ein Pylonkurs abgesteckt und die Spieler können nacheinander zusammen da durchfliegen und schauen einfach, wer der Schnellste ist. Dann gibt es Pylon Racing, das geht auch super als Mehrspieler. Und dann noch Wettbewerbe wie Limbo und Ziellandung. Die machen als Einzelspieler Spaß, aber auch als Multiplayer zusammen. Kurze Frage zur Technik noch. Aerofly 5, erfordert der irgendwelche hypergalaktische Anforderungen in Sachen PC-Voraussetzung oder kann man mit normalen aktuellen Geräten den Aerofly 5 betreiben? Ja, also wenn Sie sagen mit normalen aktuellen, dann definitiv ja. Das Wichtige beim Aerofly ist halt immer die Grafikkarte. Das ist und war auch beim alten schon immer wichtig. Wenn das stimmt, braucht man auch nicht viel Geld ausgeben für jetzt das ultimative Top-Gerät, sondern
die meisten Sachen, gerade die Fotoszenerien, laufen auf aktuellen Geräten ohne Probleme. Ja. Letzte Frage zum Schluss. Wann werden wir Aerofly 5 bekommen? Ende Oktober ist er fertig und dann geht er direkt in den Handel. Okay, vielen Dank dann für diese Auskunft. Weiterhin viel Erfolg bei der Weiterentwicklung. Wir wissen ja, es wird weitergehen. Aerofly 5 wird vielleicht noch irgendwann weitere Möglichkeiten bieten, dass vielleicht auch im Großflugzeugbau irgendetwas kommen wird. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, danke.